Es wurde manipuliert. Denkt darüber nach. Könnt ihr euch vorstellen, euch seelenruhig zurückzulehnen, während ihr manipuliert werdet? Es sollte Beweise eines Kampfes geben. Da wir keinerlei Beweise fanden, haben wir es manipuliert. Und unsere eigenen dort versteckt, ja. Bedeutet dies, dass der Mörder alle Kampfspuren vom Ort des Verbrechens beseitigt manipuliert haben muss? Oder kurz manipulieren. Ja. Gewiss, das wäre eine logische Manipulation. Ein Gegebiss, Gegebiss. Ein Gegebiss? Ein Gegebiss. Dass man auch im Laufen was essen kann. Moment, hier habe ich was. Aber mach mal nur den ersten Teil des Satzes. Es wäre sicherlich unmöglich gewesen. Nichts ist unmöglich! Hey! Toyota! Juhu! All dies zu tun, hätte die Hexe nur mit ihren Händen durch das Portal gegriffen. Moment, es wäre sicherlich unmöglich gewesen, all dies zu tun? Wer tut denn bitte all Vielleicht dies? Vielleicht auch Lidls. Ja. Genau, dann hätte man ja Lidls tun können, wenn all dies nicht getan werden können. Aber das wäre Manipulation. Um die hinterlassenen Beweise zu verwischen, muss die Hexe eine Manipulation beschworen haben. Andernfalls wäre es sinnlos für sie gewesen, Goldtor zu benutzen. Einspruch! Nö! Wir werden manipuliert! Frau Erlington könnte es getan haben. Sie könnte den Tatort manipuliert haben. Was redet ihr da? Ich manipuliere euch. Ich rede da, dass sie es manipuliert haben könnte. Am Morgen des Verbrechens, ab dem Zeitpunkt, als Frau Erlington und dieser Kerl den Raum betraten, bis zur Ankunft der Ritter der Inquisition, ergab sich ein Zeitfenster, in dessen Verlauf sie die Gelegenheit hatte, es zu manipulieren. Wir müssen herausfinden, was während dieser Zeit geschah. Ja. Bin ein bisschen gekippt. Es scheint, als wäre die Zeit für die nächste Aussage gekommen. Was denn? Sollte jetzt auch schon der Richter mit seinem Hämmerchen Explosionen auslösen oder was? Zeuge, sag nun aus. Ich habe das gelesen, dachte ich, er gibt ihm jetzt vor, was er aussagen soll. Das und hier. Zeuge, sag nun aus, dass in jener Zeit etwas zwischen dem Fund der Leiche und der Ankunft der Ritter der Inquisition geschah. Okay, dann tun wir das mal. Klar doch, das mache ich alles. Ich erzähle euch alles, was ihr wissen wollt. Oh, glorreicher Wedihan, erzählt uns mehr, statt Gelächter erntet ihr bald viel eher. Ehre. Wo ist dein Lachsound? Wo ist dein Lachsound? Welcher Lachsound? Der hier? Ja. Warum? Weil er jetzt noch Gelächter erntet. So. Oh. Nur zwei Leute waren zu diesem Zeitpunkt am Tatort, Erlington und Vidian. So lächerlich es auch sein mag, aber Vidian ist echt der entscheidende Zeuge in diesem Fall. Oh Gott. Und da sieht man mal, was für eine Verantwortung der trägt. Nach dem Leichenschmaus. Was ist denn ein Leichenschmaus? Wird da der Tote gegessen? Nur Teile von ihm. Ich hab die Tür eingeschlagen und sah ihn eigentlich, ich müsste schlaff auf dem Stuhl hängen. Da war ich hellwach. Der Butler ist dann weg, um die Ritter der Inquisition zu rufen. Der hat den Raum nie betreten. Und dann, ja klar, ich sollte ein Auge auf alles werfen. Also bin ich hinein und hab mir alles genau angeguckt. Der ganze Kram hat mich der Mühe gemacht, also... Ich
Ich glaube, der Laborchef Dr. Klenk. Was war? Ich glaube, der bräuchte Laborchef Dr. Klenk. Achso. Moment, was? Herr Vidian, ihr sagtet, der Butler hat den Tatort nicht betreten. Jupp, jupp, er hat da keinen Fuß reingesetzt. In dem Moment, in dem er den Amethystingsaal sagte, ja, ich solle Wache schieben, bis die Ritter irgendwie auftauchen. Und dann war er weg. Ich dachte mir dann, was für ein schlauer Lehrling der Tote Amethyst so hat. Hallo, hallo. Was? Halt! Was? Anführungsstriche! Anführungsstriche! Was? Anführungsstriche? Oh. Oh. Egal. Nee, Moment. Ach, oder hatte ich was anderes? Was hatte ich denn dann? Ich weiß aber nicht mehr was. Was hatte ich? Also ich hatte Dominika, aber das andere war... Ach so, das war es. Ich hab's schon richtig gelesen. Ach stimmt, das war nochmal Video. Das war Derringer. Beziehungsweise Derringer, ja. Hat gepasst, glücklicherweise. Mann, hab ich das gut gemacht. Ja, ich bin echt stolz auf dich. Du hast uns geschickt manipuliert. Ich verspüre einen Hauch von Mitleid für euch, mein werter Blauknecht. Bauknecht. Herr Blauknecht. Ich sagen. Herr Blauknecht hat eine Waschmaschine von Bauknecht. Hast du eine Waschmaschine von Blauknecht? Ich habe gar keine Waschmaschine. Hab ich irgendwas von Blauknecht? Nein, ich habe nichts von Blauknecht. Oder doch? Ich weiß jetzt gar nicht, vielleicht der Kühlschrank oder sowas? Ich glaube, ich kenne jemanden, der eine Blauknecht-Wasch- oder Spülmaschine hat, aber ich weiß nicht. Ich glaube, meine Eltern haben eine. Ich glaube, die haben irgendwas von Blauknecht. Aber ich bin mir sicher, Moment, das kann sogar sein, dass die Waschmaschine, die ich hier stehen habe, von Blauknecht ist. Great. Now let's get back to the game. Okay. Nach all den Mühen erfahren wir nun, dass euer Verdächtiger den Schauplatz des Verbrechens nicht manipuliert hat. Manipuliert haben kann. Oh, das kann einfach nicht wahr sein. Wieso eigentlich nicht? Ich meine, er musste da überhaupt nicht reingehen. Irgendwas geglaubt wird. Warum soll der nicht rein müssen? Oder warum soll der rein müssen in das Ding und ja, hä? Außerdem hat der Vidian doch geschlafen. Ja. Wie soll er denn wissen, ob er drin war? Ja. Nee, und davon mal abgesehen. Ach so, nee, stimmt, er musste ihn manipulieren, stimmt. Oder er hat da noch mal Goldtor? Nee. Keine Ahnung. Aber das hätte der Papagei gehört. Der Papagei war beim ersten Fall doch gar nicht dabei. Ach so, ach ja. Stimmt ja. Es ist ein anderer Mord. Wir sind ja ganz woanders. Ich habe den gerade Überblick verloren. Was? Vidian, was? Goldtor, keine Ahnung. Komm mir so manipuliert vor. Mhm. Werter Verteidiger, bitte fahrt fort. Tschüss! Nein, bitte fahrt mit der Befragung fort und folgt dem Prozess. Okay, ich fahr auch gleich mit. Darf ich vorne sitzen? Nein. Oder nee, anders. Darf sie vorne sitzen? Wissen wir nicht. Befragen wir sie doch mal. Wen? Die Befragung! Warum? Lass sie doch noch mit fortfahren! Nee, wir nehmen die Befragung und setzen uns in ein Taxi und sagen dann zu dem Taxifahrer, folgen Sie der Nachrichtensendung. Und dem Prozess. Eine Sendungsverfolgungsnummer. Gibt's auch eine Prozessverfolgungsnummer? Ich weiß es nicht. Natürlich, euer Ehren, gibt's die. Ching, Kreuzverhör. Alles angreifen. Tür eingeschlagen, Der Butler ist dann weg, um die Ritter zu rufen, hat den Raum nie betreten und dann, Nickerchen. Da würde ich mal einschlagen. Ja. Da würde ich mal einen Anschlag verüben. Ihr habt ein Nickerchen gehalten in einem Raum, in dem ein Mord stattfand, in dem die Leiche noch lag? Warum so überrascht, Blauknecht? Es war 9 Uhr am frühen Morgen, weißt du, ich bin um die Zeit selten wach. Also, all der Spaß in der vorherigen Nacht hat wohl auch dazu beigetragen. Ein berüchtigter Mann wie ein Fass. Ups. Oh, Entschuldigung, Joey. Komm her.
ein berüchtigter Mann wie ein Fass. Im Freien ist Vidian ein echter Ass. Ja, ich wurde halt plötzlich sehr müde und außer schlafen konnte ich ja eh nichts machen. Da hat er wohl recht. Eigentlich hat er gar nicht so unrecht, ja. Entschuldigung. Joey. wer bin ich denn? Flamberg. Als der Butler mit beiden Rittern zurückkehrte, schlief er recht lautstark auf dem Sofa des Opfers. Was? Also, ja. Wer? Der Butler? Nee, der Vidian. Nee, der Vidian. Der Butler, klar. Ihr wollt damit sagen, er hat geschnarcht? Er muss mit den Zähnen geknirscht haben. Wie ekelhaft, aber warum muss ich es jetzt genau auch so genau wissen? Aber eigentlich könnte jeder den Tatortmann manipuliert haben, während Herr Vidian schlief, nicht wahr? Gut beobachtet, Luke. Ich bin eh kaum eingeschlafen, da waren diese Ritter schon da und haben mich wieder geweckt. Was für A-Löcher. Und mein Zähneknirschen soll heute angeblich in die Flucht schlagen. Hat man mir zumindest gesagt. Konnte man gar nicht. Die waren doch alle geflohen. Sogar wenn jemand reingekommen wäre, glaube ich nicht, dass er viel hätte machen können. Aha. Erlington hat also keinen Fuß da reingesetzt. Das würde aber bedeuten, dass sie unmöglich die Beweise am Tatort manipuliert haben kann. Sollte dies der Fall sein, sollten wir besser andere Möglichkeiten in Betracht ziehen. Nicht wahr, Herr Wright? Ja, leider hängt alles von Vidians Aussage ab. Aber wer weiß, was der Kerl als nächstes von sich gibt. Ich sollte ihn besonders vorsichtig behandeln. Ihn ins Kreuzverhör nehmen ist schlimmer als ein Eiertanz mit seinen Eiern. Er ist gefährlicher und unberechenbarer als Flamberg. Vielleicht hat man ihn manipuliert. Wir sollten ihn ganz sachte dazu bringen, uns mehr Informationen zu liefern. Ich muss ihn wie ein rohes Ei behandeln, damit mein Fall nicht zusammenbricht. Damit es beim Fall nicht zusammenbricht. Okay, also angreifen? Ja, warum nicht? Okay. Oder, nee, warte, vielleicht war das sachte Behandeln ein Hinweis darauf, dass man einfach gar nicht angreifen soll. Aber was soll man dann machen? Das ist aber auch Quatsch. Durchlaufen lassen einmal? Nee. Ne, ich glaube nicht. Nee. Nischt. Okay, also wir sollen ihn behandeln wie ein rohes Ei. Damit es nicht bricht. Blah, damit er nicht bricht. Wir könnten auch einen Tipp nehmen, aber nein. Moment mal. Greifen wir mal an. Bevor ihr die Tür eingeschlagen habt, habt ihr euch vergewissert, dass die auch wirklich verschlossen war? Klar doch. Wir wollten sie erstmal ohne Gewalt aufmachen, aber sie hat sich keinen Millimeter bewegt. Ich habe aber auch nicht festgestupst. Also habe ich vielleicht hat er in die falsche Richtung. Sie geht nach außen auf und er hat nach innen gedrückt. Ja. Oh, weißt du, was fies ist? Ich hatte mal eine Tür, auf der stand... Die ging nach oben auf. Nee. Auf der stand ziehen drauf. Das war eine Glastür. Das stand aber auf der anderen Seite. Und obwohl die Buchstaben falsch rumgeschrieben waren, hab ich in meinem Kopf ziehen gelesen. Ja, das ist... Also die standen von oben nach unten, von daher... Das ist gemein. Ja, das ist richtig. Vor allem, weil... Günther. Das ist echt fies. Und dann habe ich da gezogen und dann ist nichts passiert, dann musste ich drücken, obwohl da ziehen drauf stand. Wenn auch andersrum. Das ist aber auch blöd gemacht. Ja, apropos andersrum. Weißt du noch unser Cliffhanger? Ich erinnere mich gut. Gut, dann können wir ja jetzt mal sagen, dass wir das übrigens schon aufgelöst hatten. Für alle, die das noch nicht gecheckt haben. Und jetzt weiter im Text. Also habe ich meine Niedel... Now let's get back to the game. Genau.
Also habe ich meine kleine, niedliche Streitaxt geholt. Keine Tür der Welt ein Hindernis ist für Vidian, den Ersten, den Mann, der keiner ist. Beschuldigt ihr... Beschuldigt ihr mich etwa an der Lüge? Beschuldigt? Die Tür war verschlossen. Ha. Nein, nein, das würde ich niemals tun. Ich muss bei ihr aufpassen, was ich sage. Dann ging ich rein, der Almetis hing ganz schlaff auf seinem vornehmen Stuhl. Da wir schon einmal dabei sind, erlaubt mir bitte eine Rückversicherung. Und zwar was bei der... Was kostet die denn so monatlich? Keine Ahnung. Und vor allem bei wem soll man die denn abschließen? Fällt mir jetzt kein gutes Wortspiel ein dazu. Bei der Württembergischen. Bei der labyrinthischen. Labyrinthische. Labyrinthische Versicherungen. Hilft auch ihnen nix.